Pep Guardiola soll in seinem Vertrag bei Manchester City über eine Ausstiegsklausel für den nächsten Sommer verfügen. Jürgen Klopp, sein Trainerkollege in der Premier League, hat dann auch gleich noch seinen Vertrag verlängert. Und wir haben neue Marktwerte in der zweiten Bundesliga. Das alles und mehr, das gibt's heute bei TMTV. Interessanter Bericht rund um Pep Guardiola von der Times, die behauptet, dass es eine Ausstiegsklausel im Vertrag des City-Trainers gebe. Demnach könne Guardiola City im Sommer vorzeitig verlassen. Gab ja schon in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gerüchte um den Katalanen. Auch eine Rückkehr zum FC Bayern stand im Raum, genauso wie eine Rückkehr zu seinem Heimatverein, dem FC Barcelona. Dann wollen wir doch mal einen Blick werfen, wo er sich rein punktemäßig am wohlsten gefühlt hat. Bei Barca und City fast gleich auf der Punkteschnitt, 2,36 bzw. 2,35. Und bei den Bayern war es dann eben 2,41. Das vielleicht nur mal eine kleine Spielerei. Wir wollen dann mal in unser Forum schauen und sehen, was unsere User sagen. Borussenpower1 zum Beispiel schreibt, wenn das mit City und mit diesem brutalen Kader nicht schaffen sollte, international die Erwartungen wieder einigermaßen zu erfüllen, muss er wohl wieder nach Barcelona zurück oder doch bei PSG oder Juve angreifen. Bei City dürfte er sich dann langsam endgültig abgenutzt haben. Und ein Bayern-User namens Crash schreibt, würde ihn noch eher bei Juve statt PSG sehen. An eine Rückkehr zum FC Bayern glaube ich auch nicht. Vermutlich wird er noch Italien, Frankreich als Trainer besuchen, dann ein Nationalteam übernehmen und danach könnte er dann zum FC Barcelona zurückkehren. Ja, von Seiten des Guardiola-Beraters scheint ein Wechsel im kommenden Sommer eher unwahrscheinlich. Das wurde alles dementiert, auch eine Rückkehr zum FC Bayern dabei so gut wie ausgeschlossen. Bei Barca hätte man ihn wohl ganz gerne zurück, aber auch das eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt gefragt. Ihr könnt in die Kommentare eure Meinung zum Fall Guardiola schreiben. Sollte er seinen Vertrag bei City erfüllen oder wäre es doch sinniger, andernorts sein Glück zu versuchen? Und wir machen weiter in unserer bunten Gerüchteküche und haben da zunächst Kalidou Koulibaly. Real Madrid ist offenbar weiterhin scharf auf den Abwehrspieler und plant mit dem SSC Neapel angeblich ein spektakuläres Tauschgeschäft. Dies berichtet das Portal El Desmarque. Demnach möchte Realpräsident Florentino Perez sein Gegenüber Aurelio De Laurentiis wohl gerne mit Luka Modric und einer Zugabe von 50 Millionen Euro von einem Abgang Koulibalys überzeugen. Einem Bericht der Bild zur Folge könnte es zu einer Offensivverstärkung für den SC Paderborn im Winter kommen. Der Schwede Mikael Ishak vom 1. FC Nürnberg ist wohl in den Fokus gerückt. Demnach laufen schon die Verhandlungen. Der Vertrag des Stürmers beim 1. FC Nürnberg läuft ohnehin im Sommer aus. Die ganz ordentliche Leistung von Red Bull Salzburg in der Champions League hat nun das Interesse einiger Topclubs an den Spielern der Österreicher aufgerufen. So berichtet Sky Sports UK, dass Liverpool vor einem Transfer von Takumi Minamino steht. Salzburg bestätigte auch schon Gespräche mit dem Champions League-Gruppengegner. Auch Heechan Wang, der ja voriges Jahr beim HSV auf Leihbasis spielte, dort überhaupt nicht überzeugen konnte, der wird gescoutet, allerdings wohl von den Wolverhampton Wanderers, das berichtet The Telegraph. Foot Mercato schreibt, dass Jose Mourinho seinen Star Christian Eriksen doch noch überzeugen möchte von einem Verbleib bei Tottenham. Eriksen ist ja der wertvollste Spieler in unserer Datenbank, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Der Däne selber, der will wohl zu Real, aber auch PSG scheint ein ernstzunehmender Konkurrent. Ja, und ein weiterer Bericht um einen Premier League-Spieler. Der Evening Standard berichtet, dass der FC Chelsea weiterhin an Wilfried Zaha von Crystal Palace interessiert sei. Palace fordert demnach aber wohl mindestens 95 Millionen Euro Ablöse. Erst dann sei man überhaupt gesprächsbereit.
Und wir machen nochmal einen kleinen Sprung in die Bundesliga. Dort könnte beim BVB eine Vertragsverlängerung anstehen. Am Dienstag ja überragend gehalten. Roman Bürki hat einen großen Anteil daran, dass Dortmund im Achtelfinale der Champions League steht. Und zur Belohnung gibt es dann auch gleich das Gerücht, dass man eine Vertragsverlängerung mit dem Schweizer anstrebt. Das geht aus einem Zitat von Sportdirektor Michael Zorc hervor. Der sagte, Roman Bürki ist ein starker Rückhalt für uns. Er hat jetzt ein außergewöhnliches Spiel gemacht. Wir haben gedacht, er hätte am Dienstag 4 Arme gehabt. Er ist sehr stabil. Natürlich werden wir zur richtigen Zeit auch miteinander sprechen. Und es gibt auch noch einen Bericht der Bild. Und zwar soll Sebastian Andersson von Union Berlin im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und zwar von Ajax, Celtic und weiteren internationalen Vereinen. Auch der HSV und Stuttgart sollen ihn beobachten. Der 28-jährige Mittelstürmer erzielte diese Saison 8 Tore. Und der spanische Radiosender Cadena Ser berichtet, dass Pedro, der Offensivspieler, seine Karriere gerne bei seinem Jugend- und Herzensclub, dem FC Barcelona, beenden möchte. Aktuell ja noch beim FC Chelsea unter Vertrag, 32 Jahre mittlerweile alt, und er kommt nicht mehr so zum Zug in der Premier League. Nur 4 Spiele und 306 Minuten stand er auf dem Platz. Die Vorweihnachtszeit steht bei uns ganz im Zeichen der Marktwert-Updates. Bis zum Heiligen Abend sind bei uns alle Top 5 Ligen dran. Da gehen wir einmal rüber mit dem Rotstift. Diese Woche hatten wir schon die Premier League und die Serie A. Könnt ihr euch alles auf transfermarkt.de nochmal gebündelt anschauen oder unsere Video-Specials anklicken. Und heute zum Runterkommen, zum Durchatmen vor dem Wochenende sprechen wir über die zweite Liga, denn da gibt es auch viele neue Marktwerte. Und wir beginnen mit Rick van Drongelen. Der hat sich zum Abwehrchef entwickelt beim HSV, legt ordentlich zu, nämlich 77,8% von 4,5 steigt sein Marktwert auf 8 Millionen Euro. Niklas Dorsch ist einer der überragenden Mittelfeldspieler der zweiten Liga, unter anderem wird er auch schon beim HSV hochgehandelt. Als möglicher Nachfolger von Adrian Fein sollte der nach Leihe zu den Bayern zurückkehren müssen. Sein Marktwert steigt von 4 auf 5 Millionen Euro, also um ein Viertel. Mats Möller-Deli ist trotz der Ergebniskrise beim FC St. Pauli überragender Mann. Flink, trickreich und wendig. Der Norweger konnte in dieser Saison bereits 7 Tore vorbereiten und zählt zu den besten Vorlagengebern der zweiten Liga. Es geht hoch auf 2 Millionen Euro. Andreas Vogelsammer bildet mit seinem kongenialen Sturmpartner Fabian Klos das treffsicherste deutsche Sturmduo des Jahres 2019 im Profifußball. Nur in der laufenden Spielzeit steuerte Vogelsammer allein 9 Tore bei und bereitete 5 weitere vor. Es geht hoch auf 2,5 Millionen Euro Marktwert. Und wir haben auch noch 2 junge Spieler, die prozentual richtig zulegen konnten, nämlich Amel Bella Kotschap vom VfL Bochum. Da geht es gleich um 316% hoch auf jetzt 2,5 Millionen Euro. 18 Jahre jung, der Innenverteidiger. Und wir haben noch einen jungen Spieler, der gut zulegen konnte, prozentual Leo Østigard. Leihgabe von Brighton & Hove aus der Premier League beim FC St. Pauli. Der verdreifacht seinen Marktwert von 300.000 auf jetzt 900.000 Euro. Und 2 Verlierer haben wir auch noch im Programm. 2 Spieler, von denen man sich mehr erhofft hätte. Das gilt übrigens auch für deren Teams. Hanno Behrens, Kapitän vom 1. FC Nürnberg, steht ja auf dem Relegationsrang, aber auf dem nach unten. Minus 40% der Marktwert ist jetzt 1,5 Millionen Euro in Anführungsstrichen nur noch wert. Und wir haben Waldemar Anton, der war zu Saisonbeginn wertvollster Spieler der zweiten Liga. Bei ihm und bei Hannover läuft es nicht so rund. Geht zwar nur gut 5% runter auf 8 Millionen. Jetzt muss er sich aber den Platz des wertvollsten Spielers der Liga mit Rick van Drongelen teilen. Das als Vorgeschmack, ein paar Beispiele für Auf- und Abwertungen. Gebündelt findet ihr das komplette Marktwert-Update natürlich wie gehabt auf transfermarkt.de. Und hier geht es dann in den kommenden Wochen schon Schlag auf Schlag weiter mit den fehlenden Top-Ligen. Bis Weihnachten bekommen die alle ein Update.
Jürgen Klopp ist Weltklubtrainer, Champions League-Sieger und hat nun als Belohnung einen neuen Vertrag beim FC Liverpool bekommen. Der Verein verkündete, dass bis 2024 mit dem früheren Dortmunder verlängert wurde. Und wir haben mal ein bisschen gerechnet. Seit 2015 ist Klopp im Verein, seine durchschnittliche Verweildauer 7 Jahre. So lange war es bei Mainz und bei Dortmund. Wenn er seinen Vertrag bis 2024 jetzt erfüllt, wären es schon 9 beim FC Liverpool. Die Reds-Legende schlechthin hat ebenfalls seinen Vertrag als Trainer verlängert. Steve Gerrard bei den Glasgow Rangers. Da war sein Vertrag zwar ohnehin noch bis 2022 gültig, vorzeitig wurde das Papier aber bis 2024 verlängert. Und eine Verlängerung bis 2024 hat auch Oliver Minzlaff bekommen, der Geschäftsführer von RB Leipzig. Der ist schon seit 2014 Vorstandsvorsitzender und 2016 wurde er auch Geschäftsführer des Vereins. Stuttgart-Coach Tim Walter hat keine Jobgarantie von seinem Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger bekommen. In einem Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung vermied Hitzlsperger ein klares Bekenntnis zu seinem neuen Coach. Franck Ribéry hatte sich ja Ende November im Ligaspiel gegen Lecce verletzt. Er wird nun rund 2 Monate ausfallen, da er sich einer OP am Knöchel unterziehen muss. Gute Besserung, sagen wir, an den ehemaligen Münchner. Und Fikayo Tomori hat seinen Vertrag beim FC Chelsea bis 2024 verlängert. Der 21-jährige Innenverteidiger aus der eigenen Jugend, der bestritt schon 11 Premier League-Spiele über die volle Distanz und erzielte dabei ein Tor. Und mal wieder Streit um Neymar. Der Brasilianer fordert angeblich von seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Barcelona einen 3,5 Millionen Euro Treuebonus. Laut El Mundo hat der Stürmer eine Klage gegen den katalanischen Club eingereicht. Und das, obwohl er ja nicht bei Barca blieb, sondern zu PSG wechselte. In seinem damaligen Vertrag soll der geforderte Betrag wirklich als Treuebonus enthalten gewesen sein. Ende des Rechtsstreits offen. Es ist Freitag, heute Abend startet der 15. Spieltag der Bundesliga. Da darf natürlich unser Expertentipp nicht fehlen. Ihr kennt das, ihr könnt auf transfermarkt.de immer gegen einen Experten antreten und gegen ihn den Spieltag der Bundesliga tippen. Dieses Mal haben wir Timon Wellenreuther für unsere Zwecke gewinnen können. Der steht ja zwischen den Pfosten in der Eredivisie bei Willem II Tilburg. Früher auch unter anderem bei Schalke und beim KSC gewesen. Dann wollen wir mal sehen, was er denn für Tipps abgibt in der Bundesliga am 15. Spieltag. Zum Beispiel heute Abend Hoffenheim, Augsburg sagt er 3:1, Bayern, Werder ebenso das Ergebnis und Obacht, Mainz gegen Dortmund nur 1:1. Das heißt, die Bayern würden ein bisschen Punkte auf die Schwarz-Gelben gut machen, aber Gladbach und Leipzig seiner Meinung nach gewinnen. Interessante Tipps, wenn ihr glaubt, dass ihr es besser wisst, tretet doch mal an. Unter transfermarkt.de gibt es den gesammelten Expertentipp. Und mit den Tipps von Timon Wellenreuther verabschieden wir uns von der aktuellen Ausgabe von TMTV und wir verabschieden uns auch ins Wochenende, denn das war's für diese Woche. Uns gibt's natürlich ab Montag wie gehabt wieder. Bis dahin habt ihr aber natürlich noch die Möglichkeit, fleißig mitzukommentieren auf all unseren Kanälen, auch unter diesem Video. Und dann habe ich auch noch 2 Empfehlungen für euch. Zum Beispiel könnt ihr hier klicken für eine Playlist unserer Marktwert-Updates und unten, da habt ihr direkt den Link zu unserem aktuellsten Video. Also weiterhin viel Spaß auf unserem Channel und ein schönes Wochenende.